Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und Fans von Transport Fever 2. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es in Transport Fever 2 jetzt einen ordentlichen Karteneditor, mit dem ihr eure Karten selbst erstellen könnt und auch im Nachhinein immer wieder anpassen könnt. Und es ist auch eine Möglichkeit, dass ihr dabei eigene Karten importiert. Damit könnt ihr dann zum Beispiel echte Höhendaten nehmen aus einer echten Landschaft und die in Transport Fever 2 importieren, zu einer Karte machen und dann darauf spielen. Sowas finde ich immer sehr interessant. Man kann im Prinzip ja seine eigene Stadt oder seine eigene Region danach spielen. Und heute zeige ich euch, wie das genau geht. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Also, zuerst braucht ihr natürlich die Satellitendaten bzw. die tatsächlichen Höhendaten. Und da gibt es eine sehr einfache Möglichkeit. Geht einfach auf die Website terrain.party. Das ist eigentlich für City Skylines gedacht, wie ihr hier seht. Aber das ist egal, das funktioniert gleich. Dort könnt ihr die Höhendaten für eure Umgebung dann runterladen. So, als erstes habt ihr dieses blaue Quadrat. Das ist der Bereich, der dann in eurer Karte erscheint. Den müsst ihr jetzt natürlich dahin schieben, wo ihr gerne eure Kartendaten hättet. Das ist bei mir Heidelberg. Ich spiele immer gerne bei Heidelberg, weil ich mich da ganz gut auskenne. So, das nächste, was wichtig ist, ist die Kartengröße. Ihr könnt in Transport Fever 2 zwischen verschiedenen Kartengrößen auswählen, 4 Stück. Kleine Karte, mittlere Karte, große und sehr große Karte. Wenn ihr ein freies Spiel anfangt, wird dort auch angezeigt, wie groß diese Karten übertragen auf echte Entfernungen wäre. Die kleine Karte ist 8x8 Kilometer groß, die mittlere 12x12, die große 14x14 und die sehr große 16x16. Das heißt, ihr müsst, bevor ihr diesen Bereich hier schon runterladet, schon wissen, wie groß der sein soll, beziehungsweise auch wie groß dann am Ende die Karte sein soll. Also es empfiehlt sich dann eben die voreingestellten Kartengrößen zu kennen und entsprechend den Bereich auch so einzustellen. Und das geht sehr einfach. Also nehmen wir mal an, wir machen jetzt eine sehr große Karte mit 16x16 Kilometern. Dann kann man das hier ganz einfach einstellen. Hier steht nämlich schon 18 Kilometer. Wir wollen aber nur 16. Und wenn ihr seht, ich klicke hier, wird der Bereich schon kleiner. So, jetzt könnt ihr so ein bisschen feinjustieren, damit ihr am Ende auch genau die Städte habt, mit denen ihr spielen wollt. Und dann ladet ihr das einfach hier per Klick auf Export runter. Ihr bekommt dann eine ZIP-Datei, die ihr einfach öffnen könnt, zum Beispiel mit WinRAR, wie ich jetzt hier zum Beispiel. Und da seht ihr diese 4 Karten drin. Die müsst ihr einfach in einen anderen Ordner entpacken. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und dann seht ihr hier diese 4 verschiedenen Bilder. Und das sind die eigentlichen Karten. Wenn ihr da jetzt mal drauf geht, werdet ihr euch vielleicht wundern. Ihr seht einfach nur schwarz-weiß bzw. grau und das sind tatsächlich die Höhendaten. Je dunkler der Bereich ist, desto tiefer ist er und je heller er ist, desto höher ist er. Und wenn man das dann in Transport Fever exportiert, kann das Programm eben aus diesen Daten eine eigene Landschaft erstellen. Genau, diese Daten werden dann in Transport Fever übertragen. Das ist natürlich besser, wenn es detaillierter ist. Das hier könnt ihr zum Beispiel vergessen. Und bei diesen beiden hier, da kann ich jetzt keinen Unterschied erkennen, aber die sind wirklich sehr detailliert. Man sieht hier, wenn man näher rangeht, man sieht hier einzelne Straßenzüge hier, man sieht hier fast schon Häuser, alles Mögliche kann man da erkennen. Das ist wahrscheinlich sogar ganz gut. Damit könnt ihr arbeiten. Ihr müsst dann am Ende bedenken, dass man dann höchstwahrscheinlich diese ganzen Details auch erkennen kann in der Karte. Deswegen hatte ich mich jetzt erstmal für die nicht ganz so detaillierte Version entschieden. Also nicht diese, sondern diese hier und die mal importiert. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber mit der habe ich schon ganz gute Ergebnisse bekommen. Genau, wenn ihr euch dann diese Karte ausgesucht habt, dann nehmt ihr die einfach, kopiert die und fügt sie dann in Transport Fever ein. Beziehungsweise ihr kopiert sie erstmal in den Ordner von Transport Fever. Der ist bei mir, es steht aber auch im Spiel, wo ihr das hin importieren müsst. Das ist bei mir hier dieser Ordner hier, Local Hide Maps. Da kopiert ihr das einfach rein. So, jetzt sind wir im Karteneditor und wir sehen erstmal gar nichts. Eine flache Landschaft, weil wir noch nichts generiert haben, noch nichts reingesetzt haben in diese Landschaft. Wir müssen also jetzt erstmal die Karte reinladen. Das geht hier über diesen Reiter Import. Ich habe jetzt hier diese Karte. Ihr seht jetzt hier schon die Berge, die wir vorher auf der Schwarz-Weiß-Karte gesehen haben. Und das Blaue ist Wasser. Das ist so eigentlich nicht gedacht. Hier ist normalerweise kein Wasser. Deswegen müssen wir das jetzt hier noch ein bisschen einstellen. Wir machen erstmal die Wasserhöhe geringer.
So, wir sehen jetzt, da zeichnet sich was ab. Das ist in Ordnung. Das kann man schon mal so machen. Das sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Dann importieren wir das jetzt einfach mal. Wenn es eine Weile dauert, bis hier überhaupt irgendwas erscheint, dann keine Sorge. Das hat auch bei mir relativ lange gedauert. Einmal habe ich sogar auch das Spiel neu gestartet und diesen ganzen Karteneditor neu gestartet, bis dann tatsächlich was zu sehen gewesen ist. Aber es reicht eigentlich nur einfach drauf zu klicken. Wenn das hier so bräunlich aussieht, dann kann das daran liegen, dass ihr den Höhenbereich noch umstellen müsst. Der ist standardmäßig auf minus 100 Metern. Und ich habe das jetzt auf minus 5 gemacht, das kommt tatsächlich auch eher hin. Und da verschwindet dieses komische Braun auch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Erdkruste oder sowas, keine Ahnung. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, wie diese Berge hier denn geworden sind. Sehr flach. Also das dürfte sehr, sehr langweilig sein. Ich kenne die Gegend, das ist tatsächlich ein Mittelgebirge und da sollte ein bisschen was mehr zu sehen sein als so ein bisschen Auenland. Aber das können wir natürlich jederzeit noch anpassen. Wir machen einfach die Berge mal höher. Wir werden es auch in der Vorschau dann sofort sehen, was es ergibt. Genau, jetzt sieht es auf einmal fast schon schneebedeckt aus. Lassen wir das doch mal importieren, wie das dann aussieht. Okay, es sieht schon besser aus. Ist mir tatsächlich aber auch immer noch nicht genug. Das kann also jetzt hier ein bisschen unrealistisch sein. Also die Berge sind nicht 1000 Meter, die 500, die hier vorstehen, die waren eigentlich schon relativ gut. Aber am Ende ist sehr wichtig, wie sich das dann hier anfühlt und wie es wirkt. Jo, machen wir das doch noch auf 1500. Gucken, wie das kommt. Also jetzt sieht das wirklich schon sehr gebirgig aus. Okay, damit bin ich jetzt zufrieden. Ich denke, damit kann man ganz gut leben. Ja, es sind hier so ein paar Felsen auch mit dran. Die sehen vielleicht nicht ganz so schön aus, aber das kann man ja alles später noch anpassen, wie man will. Gut, damit machen wir das mal zu. Man kann es auch später noch weiter verändern, wenn uns was nicht passt. Genau, jetzt geht es dann natürlich darum, die tatsächlichen Orte da drauf zu bringen. Das müsst ihr von Hand machen. Und auch der Neckar, der hier fließen würde. Auch das müsst ihr von Hand machen, auch Seen oder sowas. Aber das könnt ihr einfach machen, indem ihr grabt. So, da stellen wir die Werkzeuggröße mal ein. Auch die Stärke ein bisschen höher. Wenn ihr jetzt nach unten grabt, dann wird dann auch Wasser erscheinen. Relativ viel graben, sogar zu viel. Ach, hier kommt wieder dieses Braune. Okay, also das ist jetzt zu viel, meiner Meinung nach. Viel zu tief, so sieht kein Fluss aus. Wir müssen also den Wasserstand noch ein bisschen nach oben bringen. Beziehungsweise noch ein bisschen hier an den Einstellungen arbeiten. Da können wir jetzt wieder nach oben gehen, weil wir haben ja hier den Höhenbereich, also auch nach oben gesetzt. So, wir müssen einfach gucken, wo fängt das Wasser wieder an. So wäre es wahrscheinlich okay. Jetzt importieren wir das nochmal. Dadurch ist unser kleiner Graben hier schon wieder weg. Deswegen ist es relativ wichtig, dass ihr das mit Flüssen und so weiter schon ziemlich am Anfang erledigt. So, der Versuch ist jetzt nochmal mit Graben. Hier ist der Neckar. So, da erscheint jetzt das Wasser schon früher. So, dann müsst ihr dann einfach nur noch eure gewünschten Flüsse und Seen einzeichnen. Das kann kompliziert sein, weil ihr manchmal nicht genau erkennen könnt, wo der Lauf genau ist. Zum Beispiel hier in so einer Ebene oder sowas. Da sieht man überhaupt nicht, wo jetzt hier der Fluss langlaufen sollte. Dazu empfehle ich euch einfach, falls ihr zwei Monitore habt, einfach Google Maps aufzumachen auf einem zweiten Monitor und da dann das Gelände einblendet und euch anzeigen lasst, wie die Höhen aussehen. Dann könnt ihr das alles besser erkennen. Ansonsten könnt ihr das auch über Handy nebenbei machen. Also ihr legt euch das Handy vor den Computer und guckt euch da auf Google Maps um. So, wir sind jetzt hier in Google Maps. Ich zeige euch kurz, wie ihr da das Gelände einschaltet. Ihr klickt links einfach auf Gelände und dann bekommt ihr im Prinzip genau das, was ihr in Transport Hero 2 schon vor euch habt. Damit könnt ihr dann euch besser orientieren, wo welche Stadt hingehört. So, ich habe hier in dieser Karte schon mal weitergemacht, meinen Fluss eingezeichnet. Ihr seht hier, dass hier auch schon Städte draufgesetzt sind. Das geht ganz einfach. Das könnt ihr von Hand machen. Ihr klickt hier unten auf Stadt und dann könnt ihr einfach mit dem Stadtbautool Städte auf die Landschaft setzen. Hier stellt ihr ein, wie groß diese Stadt sein soll. Könnt auch noch das Gewerbe einstellen. Und die Industrie, das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, das überlasse ich dem Zufall. Und dann klickt ihr einfach auf die Karte. Dann seht ihr auch,
Da entsteht eine Stadt. Die könnt ihr dann einfach umbenennen, indem ihr draufklickt und hier auf den Stift klickt. Dann könnt ihr da einen eigenen Namen eingeben. Und wenn es euch doch nicht mehr gefällt, dann reißt ihr sie einfach wieder ab. Am Ende könnt ihr dann natürlich noch, wie gesagt, hier diese komischen Felsen irgendwie wegmalen oder wie auch immer, noch ein bisschen Variation reinbringen in diese Karte. Und nicht unwichtig wären auch Wälder, meiner Meinung nach. Hier gerade vor allem jetzt hier im Odenwald, da soll natürlich viel was an Wald rein. Das ist relativ mühsam, weil ihr das wirklich von Hand machen müsst. Aber grundsätzlich wisst ihr, wie das geht. Also da kann man sich schon sehr verkünsteln an so einer Karte. Ich mache das jetzt hier auch nicht während dem Video fertig. Wenn ihr dann die Städte gesetzt habt, dann könnt ihr noch die Industrien generieren lassen. Ihr könnt ihr natürlich genauso wie die Städte auch von Hand reinsetzen, so wie ihr es haben wollt. Das wäre auch gar nicht so schlecht, wenn man weiß, wo jetzt zum Beispiel in der Gegend, was weiß ich, eine Großbäckerei ist oder ein Ziegelwerk oder sowas, dann könnt ihr das da natürlich hinsetzen. Ich weiß das für meine Gegend aber nicht, für alle Betriebe oder für alle Industrien, die es hier so gibt. Deswegen überlasse ich da auch einiges im Zufall. Das geht auch hier auf diesem Industriestadtgenerator. Und ihr klickt einfach auf Industrien und sagt, wie viele Industrien da rein sollen. Dann generiert ihr hier schon vor sich hin und dann könnt ihr das einfach generieren. Ja, beim Setzen der Ortschaften habe ich auch nebenbei mit Google Maps gearbeitet, damit ich besser erkennen kann, wo gehört überhaupt irgendwas hin. Weil sonst wäre mir das auch nicht gelungen. Aufgrund dieser ja kaum erkennbaren Details hier in der Landschaft ist ja dann wirklich nicht festzumachen, wo jetzt was zu finden ist. Und das soll ja einigermaßen stimmen. Es ist natürlich eure Entscheidung, ob ihr noch irgendwie Stadtviertel anlegt. Ich habe jetzt hier verschiedene Stadtviertel von Heidelberg noch dazu gemacht, damit es einfach mehr der Realität entspricht. Wenn man es historisch sieht, waren da auch tatsächlich einzelne Ortskerne, die jetzt später zu der großen Stadt Heidelberg zusammengewachsen sind. Von daher hat das ja auch seine Berechtigung, wenn ich da die einzelnen Stadtteile dort reinsetze. Gut, also dann kommen wir jetzt noch zu den Straßen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wir können jetzt hier Verbindungen einbauen und dann baut das Spiel von alleine schon mal Straßen rein. Einfach auf die Dings, auf diese Punkte klicken und dann kann man das verbinden. Ich nehme das jetzt mal einfach so und dann mal gucken, was da jetzt da für Straßen rausgeneriert. Okay, ganz stimmt's nicht, aber ist auch nicht ganz falsch. Gut, jetzt ist aber wirklich mal gut hier. Ich würde sagen, das können wir jetzt mal so lassen. Speichern wir das Ganze nochmal als Heidelberg und ihr habt es dann wirklich sehr einfach. Wenn ihr die Karte dann gespeichert habt, dann könnt ihr einfach im Hauptmenü ein freies Spiel starten. Und dann klickt ihr auf Karte spielen. Hier wird dann eure Karte angezeigt. Die könnt ihr dann einfach laden und dann direkt loslegen. So, nach einiger Ladezeit könnt ihr dann die Karte auch gleich spielen. Wenn ihr auch diese Meldung bekommt, wie ich hier, die Behörden reklamieren über die getrennten Straßenverbindungen, dann müsstet ihr entweder jetzt im Spiel die Straßenverbindung noch herstellen, das würde ich allerdings nicht machen, weil jetzt kommt es aufs Geld an, oder ihr öffnet die Karte nochmal im Karteneditor, das geht ganz einfach, und dann könnt ihr das dann noch nachholen, wo die Verbindungen fehlen. So, damit könnt ihr dann jetzt auch eure Umgebung als Karte in Transport Fever 2 spielen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und ja, viel Spaß. Bis dann.